Wie machen wir dann weiter? Machen wir noch ein bisschen. Gut. Dann, ja, ist schon gut. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung der Zuständigkeit für das Verfahren des Austritts aus Kirchen-, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts. Wir haben es vereinbart, es gibt keine Aussprache, aber es muss natürlich eingebracht werden. Herr Kultusminister, bitte sehr. Bei diesem Gesetzentwurf geht es ganz schlicht um eine administrative Vereinfachung in Bezug auf die Einziehung der Kirchensteuer. Im Moment ist es so, dass solche Austrittserklärungen bei den Amtsgerichten eingebracht werden müssen. Das ist so im Gesetz geregelt. Da müssen sie von dort an die Meldebehörden übermittelt werden. Von den Meldebehörden kommt es dann wiederum zu den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen. Das führt manchmal zu Verzögerungen mit der Konsequenz, dass dann Dinge rückgerechnet werden müssen. Das ist administrativ relativ kompliziert, und man könnte sich diesen ersten Übermittlungsschritt von den Amtsgerichten an die Meldebehörden sparen, wenn eben auch die Austrittserklärungen in Zukunft bei den Meldebehörden eingereicht würden. Darauf zielt dieser Gesetzentwurf. Wir halten das für einen guten Schritt im Sinne der Vereinfachung der administrativen Abläufe. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir dafür die Unterstützung des Landtags bekämen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kultusminister. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Keine Aussprache. Wir überweisen zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Kulturpolitischen Ausschuss. Jawohl, machen wir so.